Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier zu Mars Horizon mit mir, dem Chrissy Schnizzy. Und wir sehen, der kommerzielle Satellit ist fast fertig. Und wir gucken mal, was wir an aktiven Missionen noch haben. Wir könnten ja mal gucken, den Mars-Vorbeiflug zum Beispiel könnten wir uns mal überlegen, weil das kriegen wir hin. Die NASA hat die Mission schon fertig, den Mars-Vorbeiflug, okay. Naja gut, sollen die auf dem Mars machen, das ist okay. Wir könnten natürlich überlegen, ob wir die bemannte Mondlandung jetzt auch schon machen. Da gibt es auf jeden Fall einen Haufen Scheiß. Aber die können wir natürlich noch nicht machen, weil wir müssen natürlich erstmal noch hier weiter forschen. Wir könnten aber auch erstmal so ein paar Anfragen hier noch bearbeiten. Einfach um nochmal ein bisschen Kohle zu bekommen, sage ich mal. Aber ich denke mal... Da sind wir jetzt dabei zu forschen. Na, hier gibt es natürlich die Raumstation, ist ja klar. Aber Raumstation, na, weiß ich noch nicht. Vielleicht können wir auch mal gucken. Merkur ist noch nicht drin. Haben wir aber schon. Ah, Merkur-Umlaufbahn haben wir noch nicht erforscht. Ist natürlich ehrgeizig. Ja. Oder was ist mit Venus-Umlaufbahn? Könnten wir im Prinzip auch machen, ja, weil wir haben das schon, wir könnten das planen. Na, mal gucken. So, Mars, die NASA hat den Dings geschafft, den Mars-Vorbeiflug. So, dann machen wir jetzt hier mal die Vorbereitung. Wir machen, ich würde sagen, wir machen Startzuverlässigkeit. Wir starten aber erst im Mai, weil, ja, der war nicht so schön. So. Venus Impactor. Einen Monat bis zur nächsten Phase. Achso, da müssen wir ja den atmosphärischen Eintritt wieder machen. Okay. Ja, ja, ja. So, Venus Impactor. Mission fortsetzen. So, jetzt geht's los. Jetzt fliegt das Ding erstmal los zur Venus. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob wir das Ganze da eingeschossen kriegen. Phase 2. So, wir müssen wieder auf Wärme achten. Da kriegen wir immer plus 2 Wärme. Das heißt, wir sind dann bei 4 Wärme. Das ist natürlich blöd. Also müssen wir Wärme auf jeden Fall abbauen. Wir fangen mal standardmäßig so an. Und bauen mal Wärme ab. Genau. So machen wir es. Ey, das sieht gut aus. Auch das sah gut aus. Oh, haben wir Glück gehabt. Aber das hat geleckt, ne? Hatten wir jetzt das Vortäuschen schon mal erklärt. Das hat geleckt, ne? Sagt man ja. So, 5 Wärme. Okay, haben wir. So, was brauchen wir? Wir brauchen 4 von denen. 3 haben wir schon. Das heißt, wir können hier erstmal Pupsis entdecken. Dann brauchen wir einmal Energie. Und wir müssen noch Wärme abbauen. Das heißt... ja, so können wir das machen und in der nächsten Runde machen wir dann die anderen. Jetzt darf hier natürlich nichts passieren, weil wir haben nicht genug Energie. Eieieiei. Der hat richtig reingehauen. So, jetzt haben wir 4. So, jetzt können wir... Wir brauchen 6 von denen, die haben wir. Wir brauchen 4 von denen. Wir brauchen erstmal Energie. Dann 4 von denen. Und dann brauchen wir noch Energie. Ah, scheiße, wir haben keine Hitze. Ah, das verglüht, das Ding. Nein, wir haben keinen Hitzeabbau gemacht. Oder haben wir? Wir haben es geschafft, das Ding ist gelandet. La! Jawohl, wir haben es geschafft. Die freuen sich einfach nur. Yeah, neuer Special-Artikel. Sehr schön. So, Venus haben wir dann, oder? Ach, Venus-Umlaufbahn könnten wir noch machen. Aber das machen wir erstmal nicht. Wir machen erstmal, wir gucken erstmal, wie es hier aussieht. Mond-Umlaufbahn, da waren wir jetzt Zweiter, okay. Und bemannte Mondlandung, da brauchen wir ja noch gar nicht drüber reden. Das ist einfach noch nicht drin.
So, wie sieht's hier aus bei den Anfragen? Oh, das sind diplomatische Missionen, okay. Arbeiten wir mit den Chinesen zusammen? Okay. Die haben wir alle, Mann. Also könnten wir theoretisch machen. Gemeinsame diplomatische... Ist die Frage, wollen wir das? Wollen wir das? Okay, wir gucken nochmal nach den Meilensteinen. Da war ja kommerzieller Satellit, da kommen wir ja noch nicht hin, weil wir haben Spot noch nicht und das haben wir auch noch nicht. Okay, dann planen wir jetzt keine Mission. So, kommerzieller Satellit ist fertig. Jetzt kommt erstmal die orbitale Funkgeschichte. Die sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das war eine Standardrakete. Ah, 99% Startzuverlässigkeit. Komm, hau raus, den Scheiß. Das sind so Zwischenmissionen, die klicke ich jetzt mal weiter. Ja. Okay. Hauptsache, wir haben die Sachen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar machen wir jetzt erstmal Spot. Jetzt können wir die mit dem kommerziellen Satelliten können wir jetzt noch nicht forschen, weil wir haben Spot noch nicht geforscht, den kommerziellen ersten kommerziellen Satelliten. Mittelgroßes Risiko. Wir planen die mal. So, was haben wir hier? 55. Erhöhte Leistung. Startleistung ist 6. Ja, komm, wir bauen den. Oh, was kostet denn der hier? Der kostet 100.000 mehr. Na, ist egal. Bauen wir. Bauen wir, bauen wir. So. Kein Wasser auf der Venus. Okay. Oh. Schlüsselkomponente der Geos nutzt das für deine bevorstehende Erdenozeanmission zu optimieren. Sie schätzen den Anstieg von 10% bis der Nutzlastzuverlässigkeit, welche derzeit 55 beträgt. Ja, komm, mach mal. Ja, alles klar. So, dann ist der jetzt fertig. Oh, 65. Na gut, die hatte ja 55 von Hause aus. War jetzt nicht so doll. Okay, 31%, Alter. Oh, das wird uns richtig Geld kosten. Naja. Die Ariane. Die Jute. So. Okay, wie sieht's hier aus? Spot forscht noch. Ja, Spot forscht noch. So, Spot ist fertig. So, jetzt können wir die Meilenstein-Quest hier mal probieren. Zumindest schon mal planen. So, das ist Spot. Oh, 600.000. Alter, Alter. Naja, wir machen den. So, so viel Geld kannst du ja nicht verdienen hier, wie du da verdienen musst. Haben wir jetzt die letzten 2 Monate nicht geforscht? Kann das sein? Das ist deine Agentur mit der Bitte, dem Forschungskommerziell eine kleine Nutzlast aus Haustierasche hinzuzufügen. Falls angenommen, zahlt das Unternehmen 500.000. Ja, komm. Ja, weniger Unterstützung, aber wir haben jetzt erstmal Kohle. Und ich finde das nett, dass man Haustierasche ins Weltall schießt, um den Leuten oder den Tieren was Gutes zu tun. Ich meine, die sind dann schon tot, aber ne, so, ihr wisst, was ich meine. So, geht los. Die ist fertig. 50%, ja. Naja. Wir machen mal die Nutzlastzuverlässigkeit, würde ich sagen. Und wir können im Februar starten, das ist okay. Okay. So. Erdozeane. Mal gucken, ob das Ding fliegt. Ich glaube ja, das müsste eigentlich fliegen. Oh, 13%. Naja, komm. Flieg. Ist nicht explodiert. Ich habe nichts gehört. Was? Oh, der Booster, ey.
hätte ich es mal selbst gemacht. Ach, nee, ey. Ach, ich könnte brechen, ey. Hätte ich es mal selbst gemacht. Aber nein, ich war wieder faul. So, Oberstufe, was nehmen wir? Boah, die haben ja überhaupt keine Zuverlässigkeit, ey. Scheiße. 85. Mhm. So, haben wir denn jetzt hier was? Forscht hier eigentlich was? Ja. Ja, wir könnten nächstes Event klicken, dann würde es da gleich entspringen, aber machen wir nicht. Oh, maximal. Hauer. Okay, dann machen wir. Machen wir Nutzlastzuverlässigkeit, weil Start haben wir eigentlich kein Problem. Ah ja, können wir gleich im Oktober starten. Sehr schön. Ja, jetzt ist natürlich Ende des Jahres, jetzt wird das Wetter auch schlecht. So, mal gucken. So, kommerzieller Satellit, hau raus das Ding. Jetzt will ich aber was sehen hier. Jetzt will ich aber wirklich was sehen. 90% Startzuverlässigkeit. Komm, hau raus. Kriegen wir hin. Eieieiei, kein Missionsbonus. So, erster kommerzieller Satellit. Wir brauchen 8 Dinger. Das ist ja lächerlich. Das kriegen wir ja locker hin. 16 brauchen wir insgesamt. Okay. Okay. Ja. Oh, jetzt habe ich schon gedacht, hier. Genau. Sehr schön. So. Jetzt können wir... So. Jetzt haben wir 4. Und jetzt haben wir 8. Jawohl. Okay, so. Jetzt können wir. Jetzt können wir aus denen nochmal 2 und aus denen nochmal 2 und nochmal 2 und nochmal 2. Dann haben wir's. Aber voraussetzt jetzt ist der Hack. Ach, ich wusste es. Ja, ja, annehmen. Einer muss wieder nicht funktionieren. Ja, super. Damit haben wir die Aufgabe abgeschlossen, aber wir haben, ja. Na, jetzt kommt wieder das mit dem Drift. Mit dem Driften. Okay. So, wir müssen Drift da behalten. Okay, das heißt, wir brauchen 4 davon. So. Okay, sieht gut aus. So. Jetzt machen wir einmal Drift nach links. Und jetzt müssen wir aber auch einmal Drift nach rechts machen. Ah, das ist schlecht. Nein, das machen wir nicht. Okay, wir brauchen noch 2 davon. Das kriegen wir hin. Dann bitte einmal aufladen. Und wir brauchen noch 3 von denen. Das könnte klappen. Ja. Yes! Haben wir geschafft. Yeah, alter Scheiße.
4 Millionen haben wir jetzt. Insgesamt 8 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Wow. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier unsere Gebäudelage peilen hier, weil das ist, was können wir denn alles bauen? Also wir können Erweiterung fürs Forschungslabor bauen, das heißt wir kriegen 50 pro Monat. Warum können wir die eigentlich nicht bauen? Ach, Baulimit erreicht. Ach, da war ja die Geschichte, ja. Ja, die kosten aber auch, ne? Ach, wir müssen da bei den Gebäuden noch ein bisschen forschen. Das ist das Problem. Ja, wir können jetzt gerade nicht forschen. So, dann gucken wir mal nach den Missionen. Ach, wir haben gar keine. Okay. Mond machen wir erstmal noch nicht. Wir könnten ja mal den Mars-Vorbeiflug machen als zweiter. Dann nehmen wir einfach unsere Standardnutzlast. Die bauen wir schon mal. Und wir können ja mal hier gucken. Kommerziellen Satellit haben wir geschafft. Raumstationen machen wir erstmal noch nicht. Wir gucken erstmal, was es hier gibt. Sonnenwind. Hier gibt es nochmal 1,8 Millionen. Ich denke, wir brauchen mehr Dings hier. Wir probieren es nochmal. Die Erdozeane hatten wir. Sind wir da gescheitert? Ich weiß es nicht mehr. Wir probieren das mal. Ach, das ist wieder mit Leuten drin. Okay. Ja, die nehmen wir. Bauen wir. So. So, jetzt gibt es die neue Überprüfung. Na, die ist natürlich nicht so schön, aber wir kriegen auf jeden Fall nicht weniger Geld als vorher. So, Fahrzeugdesign können wir so lassen. Könnte man natürlich sich jetzt überlegen, wirklich mal ein Design fertig zu machen. 44%, ey, das ist alles nicht so geil, ne? Aber gut, am Ende wird es dann schon was werden. Wir haben ja, wir sind ja so geflogen, also 81% Startzuverlässigkeit. Wir speichern das Design mal, weil damit können wir ja eigentlich, was reißen, das geht schon. So, Mars-Vorbeiflug, auch da können wir ja mal gucken. Wir nehmen mal ein neues Design. 44 zu 36, 1,2, ja, nehmen wir. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir die Startzuverlässigkeit hier mal hochdrücken. Ja, das sieht gut aus. Das können wir nehmen. So, bauen wir auch. So, auf dem Mars, auf der Venus hätten wir noch die Umlaufbahn. Aber die können wir nicht machen, weil wir keine Missionsslots haben. Wir können jetzt mal bis zum nächsten Event vorspulen, genau. So, Forschung, bemannte Dingsbums ist fertig. Und jetzt wollte ich nochmal nach den Gebäuden gucken. Da haben wir weniger Fahrzeugbauzeit. Ein zusätzlicher Missionsslot. Ja, da weiß ich noch nicht, ob wir das wirklich wollen. Da brauchen wir 5000, ey. Oh, das ist schon... Das ist schon hardcore. Wir haben 86, ne? Durch Gebäude bekommen wir 175, ja. Das ist nicht so doll. Erweiterter Abriss? Hindernisentfernungskosten. Okay. Achso, das ist eine Ehre-Abschlussbelohnung, ja, okay. So, bei den Fahrzeugen würde ich jetzt erstmal noch nichts machen. Apollo wäre jetzt Mondlandung, aber... wir machen mal Merkur-Umlaufbahn. Und Mars-Umlaufbahn danach. Ich denke, das sollte als erstes funktionieren, denke ich mal. So, das ist Galant. 81%. Ja, die sind schon in Ordnung, ja. Achso, kann nur einer. Ja, wir nehmen den. Ja, wir nehmen den. So, wir machen natürlich eine Basis, Nutzlast. Verbesserung und Startdatum ist September, weil vorher wollen wir das nicht machen. So.
Das ist dann jetzt unser Goliath, der Mars-Vorbeiflug. Das können wir ja so machen. Ich würde sagen, wir machen auch eine Nutzlastverbesserung. Und starten können wir im August. Das sieht gut aus. Alles klar. So. So, Mars-Vorbeiflug. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das was wird, ey. Angemessene Bedingungen, alles klar. Na denn los. Und es explodiert. Nein, ist sie nicht. Gut. So, es gab keinen Missionseffekt. Aber die haben auch natürlich keine Punkte gekriegt, die Atlas und die Delta. Leider nicht. Okay, jetzt geht es erstmal auf den Weg zum Mars, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. So, wir brauchen 8 Schub und 8 von den Pupsis. Okay. Da können wir schon mal 2 von denen machen. Und dann... Wir brauchen Schub, also brauchen wir die roten. Also so. Jo. Jo. Oh, ja, klar. Wo ist denn mein Schubfenster hier? Achso, das hat er abgezogen, ja. Ja. So, wir brauchen Energie. Einmal Energie rausnehmen und... Ja, hat er uns natürlich... Ach komm, Leute! Wieder kein Schub. Okay, wir brauchen 4 Schub. Einer wird uns abgezogen. Das heißt, wir brauchen Energie. Wir brauchen den. Und dann brauchen wir die. Genau. Na, der hat jetzt diesmal reingehauen, oder? Ja, der auch. Sehr schön. Letzte Runde. So, wir brauchen noch einmal Schub. Wir brauchen noch einmal Schub. Einmal Schub. Dann haben wir 7 und 4 brauchen wir und einer wird abgezogen. Ja, wir haben das Bonusziel nicht erreicht, aber... So, die erste Phase ist okay, wir haben es geschafft. Transfer ist eingeleitet. Sehr schön. Okay, das heißt, wir sind im Venus-Transfer. Im Mars-Transfer meine ich. So, dann machen wir hier den Lebenserhaltungstest. Oh, ist nicht explodiert. Kein Bonus. Oh. Die Ariane ist auf Level 5. Sehr schön. So, diesmal machen wir das aber bitte von selbst hier, weil nicht, dass wir wieder hier Probleme kriegen. So, wir fangen wie immer damit an. Dann machen wir so, dann machen wir so. Ja. Aber das mit der Nutzlastzuverlässigkeit, das muss ich echt nochmal überprüfen hier. Das ist nicht gut. So, wir machen wieder 2. Dann können wir ja hier nochmal 2 machen und wir können nochmal mit Energie und Pups hier nochmal 2 machen. Wir haben noch 3 Runden, das heißt, wir können noch ein bisschen was machen hier. Ah, das hat wieder nicht geklappt, war klar. Ah, das kann er nicht machen, weil... Okay, wir brauchen Energie. Wir brauchen 2-mal Energie. So, jetzt nochmal. Brauchen davon 6 Stück, genau. Oh, das hat gut geklappt. So, letzte Runde. Wir brauchen noch 3 von denen. Okay, dann können wir ja das eigentlich... Wir machen so, so und so. Dann müsste es eigentlich gehen. 35%. Ja. Es hat funktioniert.
Menschen im Orbit. 1,8 Millionen. Plus 50%, 2,7 Millionen. Mhm. 1,8. So, Bernardi muss jetzt erstmal für 6 Monate genesen. So, ESA hat die Lebenserhaltungstests bedingst. Venus-Umlaufbahn, weiß ich noch nicht. Das sind ja auch 2 Phasen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Mhm. Diese Mission gewährt ein Fahrzeug-Upgrade als zusätzliche Belohnung bei Erfolg. Upgrades sind optionale Komponenten, die, sobald diese freigeschaltet sind, deinen Fahrzeugen während der Entwicklungsphase hinzugefügt werden können. Okay. Jedes Upgrade hat einen einzigartigen Effekt, der einen erheblichen Einfluss auf dein Fahrzeug und die Mission selbst haben kann. Du solltest anfragen, Missionen, die Upgrades gewähren und die du freischalten möchtest, Priorität einräumen. Okay, dann planen wir die Mission mal. Mehr als 75 haben wir eh nicht, ne? Mariner? Mariner 1? Mariner 8? Okay. Okay, die hat aber auf jeden Fall 85% und hat Startleistung von 5. Die hat auch Startleistung von 5. Aber das sind dann auf jeden Fall 10% mehr. Die hat 2 Sterne. Die hat 3 Sterne. Komm, wir machen es teurer, aber wir machen es. Wir bauen es. Wir machen es teurer. So, Venus, atmosphärische Probenentnahme. Ach, das ist ja auf der Venus, oder was? Eieiei, das ist ja auf der Venus. Ja, okay. So, wie sieht es denn eigentlich mit einer Mondmission aus hier als Anfrage? Oh, da gibt es noch keine. So, Mondlandung haben wir nicht. Wie sieht es aus mit Forschung? Forschen wir noch? Ja, wir forschen noch. Merkur, genau. Ich wollte bei Merkur mal eine Mission planen. Ich glaube, die kann ich nicht planen. Weil wir die Umlaufbahn noch nicht haben. Aber die Dings hätten wir auf jeden Fall. Okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Wie sieht denn der nächste Meilenstein aus? Der wäre tatsächlich eine Raumstation. Ah, da sind wir ja noch nicht weit weg. Das könnten wir auf jeden Fall forschen. 25 Monate. Alter. Nee, wollen wir nicht. Okay. Wir machen. Wir pesen mal los hier. Nächstes Event. So, Merkur-Umlaufbahn. Forschung ist fertig. Das heißt, wir können jetzt schon mal Apollo forschen. Oder wollen wir erst die Mars-Umlaufbahn? Wir machen erstmal die Mars-Umlaufbahn. So, Merkur. Merkur-Umlaufbahn. Alles klar. Keine Missionsslots verfügbar. Müssen wir erst unsere Mission fertig machen. Wie sieht's aus? Ah, mal nur ein bisschen was sie schafft. Ah, ist schade. Wir brauchen mehr Ansehen. So, das Mariner 8. Der ist fertig. Und dann bauen wir uns mal... Achso, die passt nicht. Okay. Dann bauen wir uns eine neue. So, Oberstufe nehmen wir unsere wunderschöne nichtskönnende Delta. Als Booster nehmen wir unsere Atlas. Das funktioniert. 85%. Gut, mit Start habe ich jetzt kein Problem. Glaube ich aktuell. Wir müssen, glaube ich, unsere... Wir müssen unsere Zuverlässigkeit mal ein bisschen bearbeiten. So, Missionsplanung ist in Gange. Fehlende Forschung. Okay. Ja, hier oben sehen wir die Mars-Umlaufbahn. Okay, Mars ist nächste bereit. Okay. Oh. Der Mars. Da, wo alle hinwollen, ne? So, Juti. Ich würde sagen, bevor wir uns hier angucken, wie weit wir auf den Mars kommen... Machen wir erstmal hier die Folge zu Ende und machen dann in der nächsten weiter, ne? Bis denn. Tschüss.